Hey Leute, David von Idealsanish hier. So, nächstes Tutorial in dieser. Heute zeige ich euch mal ganz weihnachtsgemäß, wie ihr denn so ein Weihnachtsornament, so eine Christmas-Kugel machen könnt. Und das geht eigentlich ganz fix und ich zeige euch das mal einfach. Deshalb geht ihr hier erstmal auf eine Kugel. Dann drückt ihr C, um die Kugel editierbar zu machen. Und ja, geht mal so ein bisschen in die Oben-Perspektive, damit ihr das hier frei sehen könnt. Gehen dann hier in das Polygon-Werkzeug. Wir uns hier erstmal, nachdem wir hier das Live-Werkzeug-Tool genommen haben, wählen wir hier den obersten Kreis mal aus und drücken Entfernen, damit es weg ist. Als nächstes einmal wollen wir hier diesen Rand ein bisschen hochziehen. Das machen wir, indem wir auf das Punktwerkzeug gehen, drücken mittlere Maustaste, damit wir die Perspektiven haben, und gehen hier um die Oben-Perspektive. Zoomen ein bisschen ran und dann wählen wir uns hier alle Punkte aus im inneren Kreis. Gehen nochmal rum und mittlere Maustaste wieder drücken und gehen wieder in die Zentralperspektive. Dann ziehen wir das ein bisschen nach oben, so wie ihr das mögt. Ich denke, so ist okay. Machen das eventuell noch ein bisschen enger. Deswegen gehen wir hier auf Skalierwerkzeug und skalieren das. Ich denke, so ist okay. So, als nächstes einmal machen wir oben diese Metallnoppen. Und zwar gehen wir hier auf die, aufs Auswahlwerkzeug, also auf die Modelle und nehmen eine Röhre. Die Röhre ziehen wir erstmal ein bisschen weiter nach oben und dann gehen wir wieder in das Objektwerkzeug Auswahlmenü, das Ding hier, und dann seht ihr diese Punkte. Da gehen wir den mittleren Punkt, um den inneren Radius zu verstellen, machen den ganz eng und gehen dann hier mit dem äußeren Radius, machen auch etwas enger. Also ziemlich eng, so wie ihr das halt gerne haben wollt. Ich denke vielleicht noch ein bisschen größer. Ja, ich denke, das ist okay. Ziehen es erstmal ein bisschen hoch. Und haben hier dann die Röhre ausgewählt und gehen dann in die Höhe, verstellen die Höhe noch. Machen die ein bisschen kleiner. Setzen das Ding drauf, so dass es ungefähr, also wieder reingeht, hier in das Modell, und gehen mal raus und sieht doch schon mal okay aus. So, jetzt wählen wir die Röhre nochmal an. Also jetzt gucken wir erstmal, wie gefällt uns das oder nicht, und ich würde sagen, es gefällt schon mal. Gehen wir in die Röhre rein und gehen dann hier bei Rundungen auf Rundungen, machen das nicht zu rund, sondern machen, wie uns das gefällt. Ich gehe mal, denke ich mal, auf 2. Ja, ich denke, 2 ist okay. Und schiebt es einfach noch ein bisschen rein. Ich denke, so ist das ein bisschen raus vielleicht. Ja, ich denke, so sieht es gut aus. So, dann als nächstes kommt oben nur dieser Halbkreis, sage ich mal, um das halt irgendwo dran zu hängen. Deshalb gehen wir hier auf die Splines, gedrückt halten, haben wir diese Splines-Auswahl. Gehen zum Bogen. Den Bogen machen wir hier bei, wo haben wir's? Bei Winkelende 180 Grad. Dann haben wir einen Halbkreis. Jetzt wollen wir den füllen. Deshalb gehen wir nochmal aufs Spline und gehen auf Kreis. So, als nächstes gehen wir hier auf unsere NURB Tool Liste und gehen auf Sweep NURB. Dann nehmen wir uns den Kreis und den Bogen und packen den beide hier rein. Das Wichtigste ist jetzt zu wissen, ihr solltet das so haben, dass erst der Kreis kommt und dann der Bogen. Weil wenn ihr das andersrum habt, dann füllt der Bogen den Kreis. Wir wollen aber, dass der Kreis den Bogen füllt, so dass wir halt einen Halbkreis haben. So, dann geht ihr in den Kreis rein und verstellt hier den Radius, somit dass wir einen kleinen Radius haben.
wann ungefähr, wie uns das halt gefällt. Ich denke mal so. Dann gehen wir hier in unser Skalierwerkzeug, wählen unseren Sweep-Knob an und skalieren den einfach nur etwas kleiner. Ziehen den wieder hoch. Ups, haben wir schon eine gute Skalierung. Ja, ich denke mal, so ist schon in Ordnung. So, um das jetzt noch ein bisschen abgerundeter zu machen, gehen wir hier auf unser NURBS, dann auf Hyper-NURB und ja, packen wir alles einfach mal in den Hyper-NURB rein. Warum passiert nichts? Anscheinend. Okay, gut, dann machen wir was anderes. Nehmen wir unser Sweep dann wieder raus. Wählen dann die ganze Kugel an. Also das heißt, wenn man Sweep hat, bis zur Kugel. Und drücken Alt G. Somit haben wir es gruppiert. Jetzt müsste es gehen, wenn wir unsere Gruppe in den Hyper-NURB packen. So, voilà, haben wir das. Jetzt ist es schon rund. So gefällt uns das doch. Würde sagen, so ist es doch schon mal echt gut. Ja, vielleicht machen wir hier noch ein bisschen dicker unsere Aufhängung. Zwar vom Kreis, den Radius, okay, nicht so. Ja, ich denke, so ist gut. Jetzt machen wir unsere Textur. Da können wir ganz einfach machen. Gehen wir hier auf Datei, auf Shader und auf Daniel. Gehen wir nur Doppelklick drauf und wählen uns eine Farbe, die wir haben wollen. Ich will mal sagen Rot. So, dann lassen wir das. Packen wir das Rote mal hier rauf. Und jetzt wollen wir noch die Metallfarben machen. Doppelklick hier rauf auf unser Metall, auf unser Shader. Gehen auf Spiegelung, damit es so einen Metall-Touch hat. Allerdings will ich das nicht so haben wie ein Spiegel, sondern ich verstelle hier den Matte-Effekt ein bisschen. Das heißt, ich gehe aber mal hoch und gucke, wie uns das so ein bisschen gefällt. Jetzt seht ihr schon, wenn ihr ein bisschen hoch geht, okay, das wird ein bisschen matt. Ich gehe mal jetzt auf 30, wie das ist. Ja, okay, 30 ist okay. Vielleicht 25. Ja, 25, gut. Und dann packen wir den auf unseren Noppen oben drauf. Entschuldigung. Und auf unseren Halbkreis. So, voilà. Und so haben wir schon mal. Jetzt machen wir noch eine ganz kurze Szene rein. Und zwar machen wir diesmal was anderes. Wir machen hier nur ganz kurz einen Boden. Den Boden ziehen wir uns, also mittlere Maustaste, dann können wir in die vorne Perspektive gucken. Und dann sehen wir ungefähr, aha, so müssen wir es ungefähr machen, damit die Kugel auf dem Boden liegt. Wir können es auch zoomen, wie wir wollen. Und wenn wir es haben, gehen wir in die Zentrale zurück und gehen auf Licht, also einfach nur draufdrücken. Und dann gehen wir auf dieses Symbol hier, gehen wir auf Array, packen das Licht in den Array. Somit haben wir wie ein Klonobjekt praktisch um ein Objekt drum ganz viele Kreise, ganz viele Lichter. Das ist schon mal okay. Da gehen wir bei einem Array, nur den Radius vergrößern wir zwar um einiges. Ich würde sagen, so ist okay. Dann geben wir nochmal den Boden eine kleine Textur, eine neue Textur machen. Gehen wir auf einfach nur auf Farbe, haben wir auf Spiegelung, machen die Spiegelung einfach mal ganz wenig, also 20. Könnte vielleicht zu viel sein, gucken wir mal. Und dann, damit das Ding hier noch gespiegelt wird, so ein kleines HDMI-Faken quasi, gehen wir hier auf unsere 3D-Objekte-Ebene. Haben wir jetzt eine Ebene auf More Graph, Clone, Ebene in den Clone ziehen, dann Clone nehmen, bei Modus auf Gitter, bei der mittleren, also jetzt haben wir hier Anzahl, jeweils 3, wie ihr sehen könnt, 3 und dann an die Seite noch 3,
gehen wir hier zum mittleren 0, somit dass wir nur eine Ebene haben, nicht 3, und verstellen dann die Größe. Das heißt, so hier und die andere Größe in diese Richtung. Jetzt ist das ganze Ding mir ein bisschen zu groß, deswegen skalieren wir das. Also Skalierwerkzeug, Klone auswählen und einfach kleiner ziehen. So ist, denke ich mal, okay. So, wollen wir den ganzen eine Textur geben. Doppelklick wieder drauf, Textur, Farbe aus, Leuchten, okay, Glanzlicht auch aus und schwupp auf den Kloner. Dann ziehen wir das ganze Gedöns hoch. Denke, so ist okay, so dass wir das gerade nicht mehr sehen können. Und jetzt können wir eigentlich schon unsere Kugel kopieren. STRGC, STRGV. Und dann verschieben wir das STRG, STRGC und V. So, jetzt haben wir 3. Ich denke, das ist okay. So, jetzt sehe ich aber gerade, ist das doch nicht im Hyper-Nerb drin. Hat der Schlingel das wohl doch nicht gemacht. Böse, böse. Und interessant. Nee, hat er wohl nicht gemacht. Egal, dann machen wir einfach nochmal zwei Kloner. Zwei Hyper-Nerbs. Packen dann dieses gute Ding in den Hyper-Nerb 2 rein und dieses gute Ding in den anderen Hyper-Nerb rein. So. Dann verschieben wir noch ein bisschen die Position. Diesen Ding. Zwar machen wir mal, da das ja eigentlich schwerer ist, dieses Metallding mit der Maustaste, den können wir ein bisschen justieren und gucken wir mal, so dass es auf die, der Boden, gucken wir mal, wo das ist. Oh ja, okay, nehmen wir den und packen wir in den Boden. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen mehr drehen. Ja, okay, also so mehr geht halt nicht, weil die Kugel ist da sowieso, dieser Bauch der Kugel ist da eben weg. Das wäre dann unrealistisch. So, dann nehmen wir die andere Kugel. Ich würde mal sagen, die kippen wir einfach nur. Drehwerkzeug. Ja, machen wir mal so. Also für das Tutorial soll es jetzt nicht so akkurat sein. Deswegen machen wir das mal so nach Augenmaß. Und jetzt dieses süße Ding hier drehen wir wieder ein bisschen. Okay, lassen wir. Ich denke mal, so ist okay. Und packen wir es auf den Boden. Ja. Jetzt können wir noch den verschiedenen Farben geben. Und zwar wollen wir den roten Shader hier kopieren mit STRG C und V. Und nehmen wir eine andere Farbe. In dem Fall nehmen wir mal blau. Packen wir das hier mal rauf und kopieren wir wieder. Und nehmen dann mal gelb. Ja, so ein dunkleres Gelb. Und packen das mal hier auf. So, dann gehen wir in die Rendervoreinstellungen, Effekte, Ambient Occlusion und Global Illumination. Ja, machen wir QMC Einzelbild. Da mein PC nicht der flotteste mehr ist, stellen wir hier bei dem Cache alles auf niedrig ein, nicht mittel, sondern niedrig. Klein, mittel, minimal. Kleinste haben wir hier, kleinste. Und dann gucken wir mal, was der so sagt.
Kann natürlich sein, dass das Licht ein bisschen, ja, zu weit oben ist, dann machen, schieben wir es einfach mal ein bisschen. Beziehungsweise wir gehen ins Licht rein, machen die Intensität einfach mal auf 70. Und was wir machen können, müssen wir gucken, wie es aussieht, ist bei Schatten auf weich. Und dann rendern wir das. Ja gut, das sieht jetzt noch nicht so prall aus, wie ich das haben will, deswegen machen wir das Licht einfach mal ein bisschen stärker. Ich denke mal 100 war gar nicht mal so verkehrt. Und eventuell den Boden machen wir auch mal weiß. Und die Spiegelung vielleicht ein bisschen mehr. 30. Und dann ziehen wir das Ganze ein Stückchen nach oben. Ich denke, so ist das okay. Ja gut, ich kann jetzt hier immer noch ein paar Sachen sehen, die jetzt nicht so toll sind. Beispielsweise hier die Kugel, die irritiert mich ein bisschen. Weil die ist sehr im Boden drin. Und das will ich gar nicht. Ich denke, so geht das eher. Und schauen wir auch mal mit den Farben. Ja, glanzdicht grau, das wollen wir nicht. Das machen wir mal rot. Ja, okay, so ist schon besser. Also bei den ganzen Glanzlichtern könnt ihr einfach mal alles auf rot stellen. Intensität können wir auch mal von der Spiegelung 50 stellen. Naja, 50 ein bisschen krass, glaube ich. Machen wir mal 40. Ja, okay, 40 denke ich okay. Und dann hier auch noch mal ganz kurz bei den anderen Sachen. Heißt, das können wir eigentlich auch mal auf rot stellen, dann seht ihr mal, wie das ausschaut. Dann hat es so in der Mitte so einen roten Schimmer. Was eigentlich auch ganz nett ist, muss ich gestehen. 40. Und das Gelb, weil das Gelb ist halt so, so eklig grau. Rot. Na? Rot. Hallo? Alles gut. Rot. Und Spiegelung mal auf 40. Und dann gucken wir mal. Oh ja, da seht ihr schon, jetzt sieht es doch alles schon mal ein bisschen besser aus. Diese Farben sind halt viel satter. Und wie ihr das hier auch sehen könnt, so gut, ist ja eigentlich blau, aber indem wir halt rot zugemischt haben, ist es so ein Pink. Ist ganz nett, interessant. Ja, warum nicht, schade kein. So, ansonsten sind es alles nur Spielereien, die ihr jetzt noch groß verändern könnt. Was ihr vielleicht machen könnt, ist doch das Array mal ein bisschen weiter hochziehen. Aber ich meine, das sind alles nur jetzt Sachen, wo ihr einfach mal selbst gucken könnt, wie ihr am besten haben wollt. Ansonsten war das soweit vom Tutorial her. Nächstes Mal werde ich euch wieder so eine Weihnachtssache zeigen, und zwar so eine Schneelandschaft. Zeige ich euch mal, wie ihr das machen könnt, jetzt in der Form 4D. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann, haut rein, ciao.